Na, ihr Matrosen, alles klar bei euch? Sieht schmerzhaft aus. Ist auch schmerzhaft. Sich auf den Knochen tätowieren zu lassen, ist, glaube ich, nicht so schön. Sieht schmerzhaft aus. Hallo. Hola, Toto. ¿Cómo estás? Ah, nicht jetzt, Manny. Ich bin mit einer Rancha beschäftigt. Ah, ha. Ja, das ist doch wohl meine Nummer. Das ist ein alter Kühlschrank. Mach mal einen Kühlschrank auf. Was ist denn da so drin? Nix. Hier ist das Stromding und das? Ziemlich fleckig für einen Kerl ohne Körperflüssigkeiten. Ich bezweifle, dass ich sowas in nächster Zeit anfasse. Starker Stoff. Der sollte die Schmerzen betäuben. Sollte. Tut's aber nicht. Ich kann die Schmerzen stoppen. Schalte den Bohrer ab und höre auf. Wie wär's damit? Nein. Ich schaff das schon. Mach weiter, Alter. Ich geb dir gleich, Alter. Matrosensöhnchen. Entweder du hältst still oder ich binde dich fest. Da lässt sie doch bestimmt irgendwas mit der Flasche machen. Irgendwas reinpacken, dass er dann nicht mehr so zurechnungsfähig ist und so und so und so. Gut, ich würde sagen, wir suchen mal den Weg zurück in unser eigenes Restaurant. Wenn ich das überhaupt schaffe. Gibt's hier einen Aufzug oder sowas? Nee. Das ist falsch. Das ist nicht richtig. Okay. Wo waren wir denn überall schon? Nehmen wir mal das hier. Wenn ich mich recht entsinne, müsste doch das hier oben sein und dann können wir da links laufen. Wie sieht's aus? Da waren wir nämlich noch nicht. Woo! Und die Schleuder wieder. Yeah. Und jetzt hier nach oben. Geht das? Ja, es funktioniert. Jawohl, das sieht doch gut aus. Da hatten wir mal unser Auto geparkt. Unsere Knochenschleuder. Na, Verwandter der Höllenschleuder. Ich sag's immer wieder. Ungeheuerlich. Ungeheuerlich. Wie lange hat der Rabe schon da gesessen? Keine Ahnung. Siehst du was? Lola, Lola, wo bist du? Jetzt müssen wir gucken, dass wir irgendwie rauskommen. Ja, da ist der Pfeil. Ihr merkt das vielleicht, ich suche manchmal so ein bisschen die Pfeile hier. Ah, das ist jetzt nicht immer so einfach. Dann gehen wir mal wieder hier hin. Hey, ho! Guten Abend, Loop. Hi, Manny. Gibt's ich habe eine Nachricht von Lola für dich. Lola? Ja, Moment. Wo hab ich sie nur? Wo ist sie denn? Oh, hier. Nein, Moment. Mist. Ich hab ein völlig neues Nachrichtenverwaltungssystem. Ich muss nur hier. Nein, doch nicht. Moment. Ugh. Sei still. Hier ist sie. Moment mal. Die ist ja leer. Da war was drin. Es fühlte sich wie ein Schlüssel an. Ein Schlüssel? Ja, aber anscheinend hat jemand den Schlüssel gemopst, während ich die Mäntel sortiert habe. Wer würde denn sowas tun? Sie haben mein ganzes System durcheinander gebracht. Ich bin mir relativ sicher, dass die Tante das einfach nur verbaselt hat. Warten wir vielleicht mal und reden mal mit Glottis. Da freut ihr euch doch schon die ganze Zeit. Hallo? Hola! Kann man nochmal... Was ist denn da gerade passiert? Das will ich nochmal machen. Achtung! Yay! Yeah! Geil! Hallo, Dicker. Ich glaube, Glottis kann mit jeder Art Schlüssel etwas anfangen. Egal ob Noten- oder Schraubenschlüssel. Ich bin eben mit Domino und Metsche aneinander geraten. Wir verlassen die Stadt. Wie? Domino hat Metsche. Wir werden ihnen heute Nacht folgen. Was soll ich tun? Du wartest hier, bis ich ein Boot besorgt habe. Hier warten. Verstanden. Okay. Okay. Was spielst du da? Oh, nur ein kleines, Liebeslied. Für eine ganz besondere Lady. Sing uns doch ein paar Strophen davon, ja? Oh, nun ja, viel habe ich noch nicht. Knochenschleuder. Gefällt mir.
Weißt du, der Laden wird mir fehlen, wenn wir gehen. Och, Manny, warum können wir nicht einfach hierbleiben? Wir haben einen schicken Club, 3 Mahlzeiten am Tag und Max lässt mich einmal die Woche unseren Wagen auf seiner Rennbahn fahren. Außerdem sehen wir in diesen Klamotten einfach großartig aus. Glottis, ich kann nicht ewig in dieser Welt bleiben. Ich gehöre hier nicht hin. Ich muss Matche finden und ihr helfen. Es ist meine Schuld, dass sie nicht schon vor einem Jahr in diesen Zug gesetzt wurde. Okay, Manny. Na, dann lass ich dich mal weiter üben. Ich brauche nicht zu üben, Mann. Ich bin gut. Oh, Baby. Außerdem sehen wir in diesen Klamotten einfach grandios aus. Was ist das denn hier? Ah, Mario de Oro. Ein ausgezeichneter Weinbrand, in dem sich echter Goldstaub befindet. Nur das Beste für meine Gäste. Meine reichen Gäste. Ja, ich nehme es lieber an mich. Da ist es sicherer. Kannst einen Schluck nehmen? Prost, habe ich gesagt. Okay, warte mal, den packen wir mal lieber erstmal weg, bevor wir hier durchgehen. Sonst denken die noch, ich würde eine Runde schmeißen. Aha. Le numéro gagnant, le 36. Ah, mein täglich Brot. Reiches, risikofreudiges Volk ohne jegliche Ahnung von Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung. Rouge, Père Pass, 36. Supergeil. Rouge. Nicht so lange sie verlieren. Hallo. Hey. Stört es dich, wenn ich mich setze, Charlie? Überhaupt nicht, Manny. Ich meine, es ist schließlich dein Club, oder? Stimmt. Also, was hast du hier zu suchen? Habe ich dir nicht gesagt, du sollst erst wiederkommen, wenn du deine Schulden an der Bar bezahlen kannst? Oh nein. Man hat mich bei der Rennbahn gefeuert, weil ich Wettabschnitte gefälscht habe. Also muss ich zu denen gehen, Manny, die ich liebe. Die ich liebe. Wie hast du die gefälschten Abschnitte gedruckt? Hiermit. Ist sie nicht wunderschön? Das letzte Mal, als ich im Knast saß, teilte ich meine Zelle mit dem hinterhältigsten Hochstapler, den ich jemals gesehen habe. Aber er war ziemlich nachlässig und daher fiel es mir recht leicht, ihm das hier zu klauen. Danke. Man weiß nie, wann man sowas gebrauchen kann. Hey, gib sie wieder her, Manny. Vielleicht dann, wenn du deine Schulden hier bezahlt hast. Einverstanden? Oh, Manny. Manny ist ja wirklich knallhart geworden. Das gefällt mir. Was kannst du denn noch fälschen? Nichts. Alles. Kannst du Pässe nachmachen? Manny, in vielerlei Hinsicht denkst du immer noch wie ein Lebender. Seelen brauchen keine Pässe. Wir sind alle Bürger derselben Nation. Und unser König reitet ein Höllenross. Also keine Pässe? Nein. Weißt du, das Wasserzeichen ist so schwierig zu kopieren. Wie ist es mit Führerscheinen? Klar, du gibst mir ein Foto, 50 Mäuse und etwa 2 Wochen Zeit, okay? Kannst du mir ihre Gewerkschaftsausweise machen? Manny, drehst du jetzt total durch oder willst du einfach mal mit Matrosen abhängen? Kannst du oder kannst du nicht? Ich mach dir einen Vorschlag. Wenn du mein Geld von Maximino zurückholst, mache ich dich zum Präsidenten der Gewerkschaft. Ich will nicht Präsident werden. Und wieso hat Max dein Geld? Ich habe letzten Monat einen ganzen Koffer Geld als Einsatz für eine Bombenwette dagelassen. Das Ergebnis des Rennens stand vorher schon fest, Manny. Sie haben mir mein Geld regelrecht geklaut. Hier, nimm die VIP-Eintrittskarte. Damit kommst du in die High Rollers Lounge. Mich lassen sie da nicht mehr rein. Irgendwo im Weinkeller steht ein Safe. Und darin müsste mein Koffer sein. Und kannst du mir heute Abend noch so einen Ausweis besorgen? Wenn du zurückkommst, Manny, liegt der Ausweis auf dem Tisch. Wunderbar. Sympathischer kleiner Gnom. Ach, guck mal einer an. Polizeichef Bogen, der beste Bulle Rubacabas. Genau genommen, der einzige Bulle Rubacabas. Le 19. Wissen Sie, man sagt, dass man immer dann den Tisch verlassen sollte, wenn man gerade eine Glückssträhne hat. Oh, mag sein, aber ich habe das Gefühl, dass mein Glück noch nicht zu Ende ist. Rouge, un peu repas. 19, rot. Okay. Dann sind wir hier fertig, oder? Mesdames, Messieurs, faites vos jeux. Können wir noch mit diesem Ding hier reden? Ein ehrlicher Croupier ist schwer zu finden. Und ein Kerl wie der noch schwerer.
Alles okay hier unten? Nun, ich werde noch mehr Chips brauchen, wenn Monsieur Lucky nicht bald geht. Mesdames et Messieurs, rien das ist nicht gut. Les jeux sont faits. Ladies and gentlemen, ich dachte immer, es geht hier gar nicht um Geld. Aber. Nein, 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 das ist eine dreiste Lüge. Der Drucker und ich, wir werden uns eine goldene Nase verdienen. Es ist die VIP-Eintrittskarte für die High Rollers Lounge, die Chowchilla Charlie mir gegeben hat. Oh, Glottis zeige ich das besser nicht. Warum nicht? Das ist bestimmt lustig. Sollen wir das mal Glottis zeigen? Aber erstmal möchte ich das Spiel speichern. Ich habe nämlich mal gehört, dass es da gewisse Reihenfolgen gibt, die man zu beachten hat. Es ist die VIP-Eintrittskarte für die High Rollers Lounge, die Chowchilla Charlie mir gegeben hat. Hier, bitteschön. Sieh dir nur diese schicke Eintrittskarte zur High Rollers Lounge an. Ist das zu glauben, wie überheblich die da drüben sind? Ich glaube kaum, dass ihr Laden mehr VIP ist als unserer. Du etwa? Ich weiß nicht. Ich versuche da nicht hinzugehen. Tatsächlich? Wieso nicht? Wegen meinem Problem. Glottis? Compadre? Jetzt ist er weg. Es gibt, glaube ich, irgendein Lied, das man nur hören kann, wenn man ihm das später gibt. Deswegen möchte ich jetzt nochmal den Spielstand laden. Und das machen wir einfach mal irgendwann später. Das ist das geilste Lied auf diesem Planeten. Guten Abend, Loop. Hi, Manny. Okay, zurück an die Arbeit. Okay. Kann ich mir die Nummer angucken? Mir scheint, Loop ist wieder ein klein wenig durchgeknallt. Natürlich, wie immer. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zur High Rollers Lounge. Die ja so exquisit gar nicht sein kann, wenn da so Leute wie ich Zutritt haben. Ja, ich so in Schlafanzughose und so. Und unrasiert und... Ja, Niveau ist immer eine Maske, Kumpels. Ist immer. Okay, hier war es nicht. Da oben war der Zeppelin, dann hier. Uiuiui, ich muss mich ja erstmal hier zurechtfinden. Okay. Woo! Also ich finde das schon ziemlich gefährlich hier, ne? Tada! Okay. Ich glaube, der Weg hier ist kürzer. Dann bewegen wir uns mal hier. Nein, nicht die Sense. Das macht nur Probleme, wenn du in der Öffentlichkeit eine Sense rausholst. Das ist schrecklich. Nöck, da lang. Hallo. Ach, guck mal einer an, hier waren wir ja noch gar nicht. Wow, da war aber ein Katzenliebhaber am Werk. Das sieht so scheiße aus. Geliebte Feuerpfote, diese majestätische Katze war viele Jahre Halter des Geschwindigkeitsrekordes und Liebling der Massen in Rubakaba, bis ihre Karriere plötzlich und unerwartet in der zweiten Rennwoche der Saison ein tragisches Ende fand, als das Luftschiff Olivia 1 auf seinem Jungfernflug auf die Rennbahn stürzte und explodierte. Viele der zutiefst betroffenen Fans beteuerten später, dass Feuerpfote vor der Explosion in Führung lag. Fuji, dieser Geruch. Es peor que la muerte. Was ist das denn hier? Da steht revolutionäres Design. Öffnet Futterdosen ohne scharfe Kanten. Geil, nimm mit. Können wir das hier gleich mal benutzen? Toll, jetzt riecht es hier drin nach gigantischem Katzenklo und einem undefinierbaren dämonischen Fleischgericht. Lecker. Kraftfutter für Sieger. Riecht gut, aber eher esse ich meinen eigenen Arm. Ich will mir keinen Bruch heben. Was ist das, das Katzenstreu hier? Müsste dringend mal ausgewechselt werden. So verlockend es auch sein mag. Ich kann mich nicht dazu durchringen, in das riesige, dreckige Katzenklo zu springen. Warum das nicht? Das ist genau der Grund, aus dem ich kein Haustier habe. Man hört die Katzen hier sogar noch. Aber damit legen wir uns mal besser nicht an. Ich könnte mir vorstellen, dass es nur Ärger gibt. Okay, mehr scheint es hier nicht zu geben. Das heißt, wir gehen mal... nach oben. Wahrscheinlich ist da hier die Super Vibelange. Ist sie hier? Hallo. Oh, schönes Städtchen. Hallo. Keiner da. Hallo.
Oh, hi. Den Wettabschnitt, bitte. Was? Ich brauche einen Wettabschnitt von dem Rennen, für das Sie sich interessieren. Inwiefern interessieren? Interessieren insofern, dass Sie vermutlich ein Zielfoto sehen wollen. Oh, ich habe keinen Wettabschnitt. Oh, okay. Ciao. Naja, aber wir können auch morgen noch auf Erkundungstour gehen. Deswegen würde ich sagen, macht's gut, Leute. Tschüss. Streicheln Sie bitte nicht die Katzen. Ja, besser nicht.